Moin, jo, der Videotitel gibt es ja schon vor und ein paar Bilder vorab gab es auch schon. Heute geht es um diesen Stachel hier, das Modell Smoke, im Genauen das TM1 von Boost Blades. Vorab geht ein dickes Dankeschön raus an David. Ja, David hat mir dieses Modell für jetzt schon wirklich einige Zeit leihweise zur Verfügung gestellt mit ein paar anderen Stacheln. David, vielen, vielen Dank. Ja, das sind, na, ich sagte es ja schon, als wir uns das letzte Mal getroffen hatten, deine Messersammlung, die ist schon wahrlich beeindruckend. Und dieses Modell hier, das Smoke, ja, das hat mich doch enorm abgeholt. Hinter Boost Blades steht Will Boost. Das ist ein junger, leidenschaftlicher Messermacher, der schon sehr früh, ich glaube, auf der Homepage stand was, im Alter von 7 Jahren. Da wurde er angefixt über ein Schweizer Armeemesser. Ja, wie das so bei wirklich vielen, vielen ja so ist. Das sind so die ersten Berührungspunkte, die Schnittpunkte. Und recht schnell begeisterte er sich dann für die Verarbeitungstechnik, die Mechanik von Klappmessern. Wurde dann auch Messersammler, hat so die in seinen Augen ja besten Messer zusammengesammelt und konnte sich dafür einfach immer begeistern, für die nicht nur die Mechanik dahinter, sondern zum Teil natürlich auch die Kunstfertigkeit. Und das brachte ihn dazu, dass er selber dann, ich glaube, Ingenieur wurde er, ja, in Kansas hat er studiert. Und arbeitete dann über viele, also ich glaube über tausende Stunden, steht auf der Homepage, daran, ja, Messer, seine eigene Messerwelt in Gedanken zu fassen, aufs Papier zu bringen, und ein Messer zu konzipieren, das seiner Meinung nach in seinen Augen, nach seinem Gusto, sehr nah an der Perfektion ist, ja, und das wurde dann von WeKnife gefertigt. Dieses Modell hier ist eine WeKnife-Fertigung und so viel mal gleich vorab in vorzüglicher Qualität, wie man das gewohnt ist. Und Boost Blades gibt es noch nicht so lange am Markt, sind auch in Deutschland leider quasi nicht zu beziehen, sehr schwer daran zu kommen. Muss man immer gucken in den Staaten. Auf der Homepage werde ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinken, ob da gerade Modelle zu beziehen sind. Ist aber immer schwer. Das erste Modell, der Aero Mini Flipper, als der damals rauskam vom Boost Blades, der war innerhalb von einem Tag sofort ausverkauft. Und eigentlich bei den neuen Modellen, jetzt beim Smoke, sieht das nicht viel anders aus. Und wenn man dieses Modell dann mal in der Benutzung hat, damit arbeiten kann, dann ist das durchaus verständlich. Das ist schon eine Rakete, das Teil. Also da hat der Will Boost wirklich einen tollen Job gemacht. Was mir alles daran so gut gefällt, da gehe ich natürlich gleich noch drauf ein. Fangen wir aber erstmal mit den technischen Daten an. Wir haben ungefähr 20,3 cm in der Gesamtlänge, also kein kleines Messer. Dazu sei aber gleich gesagt, es gibt auch noch das Mini Smoke. Das wird vermutlich in der Szene noch mehr geliebt als dieses Modell. Meine Präferenz ist natürlich die etwas größere Version, aber ja, die Mini-Version dürfte dann für all die interessant sein, die sich jetzt denken, boah, das Teil sieht hammermäßig aus, nur leider ein bisschen zu groß. Da kommt dann die Mini-Version mit ins Spiel. Die ist leider genauso schwer zu beziehen. Ja, aber halt 20,3 cm in der Gesamtlänge, davon entfallen 8,7 cm auf die Klinge, wovon 8,5 cm effektiv scharf sind. Wir haben einen vollen Flachschliff. Verbaut wurde der M390 Böhlerstahl, hat ein mattes Finish bekommen. Das passt schön zu den Titan-Griffschalen, wie ich finde. Die Klinge an sich, ja, wurde wunderbar clean gehalten. Da findet ihr auf der Showside gar nichts. Ja, finde ich natürlich großartig. Und auf der Clipseite haben wir ganz klein den M390 Stahl gemarkt und dann das Logo, ein Border Collie. Jo, und das war's dann. Die Griffschalen, der Backspacer
Und der Clip, all das besteht aus Titan, ist durch und durch alles sauber verarbeitet, angepasst, gerundet, gebrochen. Da haben die Maschinen von WeKnife mal wieder sehr gute Arbeit geleistet. Tolle Details hier, diese Triangelachse, Torx-Verschraubung auf der Rückseite, Achter-Torx. Das ist vom Design ein sehr gefälliges Modell. Und allein wie der Backspacer hier angepasst wurde, wie der in der Kontur im Verlauf den Klingenrücken runtergeht, Aufnahme für ein Lanyard ist noch mit dabei. All das ist ganz wunderbar. Der Clip macht einen guten Job, ist elegant innenliegend verschraubt, also auch ganz clean. Von außen passt sich auch der zusammenlaufenden Kontur des Griffendes an. Ja, das ist da wurde in der Tat sind da einige Gedanken in dieses Messerdesign geflossen und die Funktion konnte da Schritt halten, funktioniert auch wunderbar, liegt gut in der Hand, der Clip stört nicht, hält das Messer sauber und sicher. Also auch da alles in seiner Funktion ohne Fehl und Tadel. Klingenstärke haben wir doch enorme 4 mm, was für dieses optisch ja auf den ersten Blick erstmal filigrane Modell, zumindest mutet es so an. Hier mal ein erster Größenvergleich mit dem Spyderco Capara. Da haben wir wirklich so in etwa die gleiche Gesamtlänge und das Messer baut auch gar nicht wirklich viel breiter auf im Griff, ein bisschen mehr beim Capara. Also das ist gar nicht so filigran, wie es auf den ersten Blick wirkt. Aber im Vergleich mit dem Capara ist das halt einfach leichtfüßiger hier. Man hat wirklich den Eindruck, oh, das ist ich will jetzt nicht sagen, ein schmalbrüstiges Modell, aber filigran, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Und da kommen dann die 4 mm Klingenstärke meiner Meinung nach etwas unnötig daher. Und doch, das mag hier passen, optisch, sowieso mag ich das eigentlich immer, ist sowas ansprechend, wenn die stabil daherkommen. Und was die Schneidfähigkeit angeht, da wünschte ich mir natürlich 1 mm weniger, aber dennoch bleibt die Schneidperformance hier sehr hoch, was dann natürlich auch an den 0,48 mm Material hinter der Phase liegt, mit dem vollen Flachschliff. Das sorgt einfach dafür, dass die Klinge in ihrer Geometrie sich immer einen schneidigen Weg durch das zu zertrennende oder durch die zu zertrennenden Substanzen sich bahnt. Wie ich schon sagte, das Teil ist ein Slicer.
Gewicht haben wir wunderbar, herrlich leichte 83 Gramm. Das ist für über 20 cm Titan und Stahl, ja, das ist wirklich wunderbar leicht, löst sich in der Hand quasi in Luft auf und lässt dann das Messer sehr führig werden im Einsatz. Und preislich liegen wir hier bei diesem Modell bei $220. Das ist also kein günstiges Messer, hat aber, und das spürt man nach und nach immer mehr, das hat einfach, das hat eine Menge Hirnschmalz in seinen Messergenen. Und ich will sagen, ich glaube dem Will Booth sofort, dass er sich immer wieder Gedanken darüber gemacht hat, wie er dieses Modell verbessern und optimieren kann. Da greift alles ineinander. Zum Beispiel der Detent sorgt hier in meinen Augen für die perfekte Spannung bei der Klingenöffnung. Die Klinge selbst, die kreiselt innenliegend, ausgestattet mit Anschlagpins, sauber zwischen den Griffhälften, läuft auf Kugellager, auf zwei Kugellagern und das ganz definiert und sauber. Dann haben wir halt noch eine Menge optischer Punkte, sehr visuell stimmig, wie ich finde, das Jimping, das bettet sich dann auch vom Design her einfach in diesem mechanischen Look zu vielen anderen Details am Clip, am Backspacer, die Durchbrüche in der Griffschale. Das, ja, wie ich schon sagte, das wirkt auf mich sehr stimmig und dennoch gibt das auch noch Grip, also sieht nicht nur gut aus, das stoppt den Daumen auf die Art und Weise, wie es hilfreich, aber nicht störend ist. Auch da kann das Teil wieder von vorn bis hinten punkten. Das ist einfach, und das, ja, das kann ich nicht anders sagen, das ist ein Home Run. Verarbeitung, Material, Optik, Performance haben mich hier absolut überzeugt. Und das Smoke wuchs mit jedem Tag, an welchem ich es dabei hatte, an welchem ich es genutzt habe, wuchs das in meiner Gunst. Das bekommt von mir ganz klar eine Kaufempfehlung. Problematisch wird es leider, wenn man das wie ich sieht, also wenn man sagt, boah, super Teil, würde ich mir gerne zulegen, denn der Erwerb, der ist wahrlich nicht so easy. Da gehen wir aber gleich noch drauf ein. Was ich noch positiv hervorheben möchte, ist die Art und Weise des Frontflippers, der Frontflipper-Öffnung. Für meine Hände bzw. meine Finger ist das Smoke das bisher mit Abstand beste Modell, wenn es um diese Art der Klingenöffnung über einen Frontflipper geht. Wie gut einem das gefällt im geschlossenen Zustand, dieser Überstand, das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde es okay, ich finde es jetzt nicht super hübsch, aber in der Funktion finde ich es halt sehr, sehr gelungen und ja, das ist ja der optische Vorteil von einem Frontflipper, bettet sich dann in den Griffschalen ein, verschwindet quasi, gibt dann einen ganz sauberen Look mit der geöffneten Klinge, tolle Linie, gefällt mir sehr und ich hatte schon einige Frontflipper besessen, manche davon gefielen mir sehr gut, wie zum Beispiel das G5 von Real Steel, dazu gleich mal der nächste Größenvergleich. Da ist das G5 ein ganz bisschen länger, aber baut halt ähnlich schmal auf. Von der Klinge ein bisschen weniger. Die kann man schon ganz gut miteinander vergleichen. Und was halt den Frontflipper angeht, da ist das beim G5, da brauche ich einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das geht nicht so easy von der Hand. Also zumindest für meine Hand. Und da hatte ich bei diesem Modell hier, beim Smoke, so überhaupt gar keine Probleme. Aber im direkten Vergleich hat jetzt G5 Real Steel und das Smoke von Boost Blades, da liegen da Welten zwischen diesen Modellen. Beim Smoke funktioniert das verblüffend einfach, leicht, unverkrampft und locker. Und daraus resultieren hat man dann ja zusätzlich noch einen hohen positiven Spielfaktor abends auf der Couch, die Klinge öffnen und schließen, auch langsam, wer dafür anfällig ist,
Der wird das Smoke nicht nur als ansprechendes Designobjekt sehen, nicht nur als höchst fähiges Schneidwerkzeug, sondern er wird in Liebe ja, diesem Spielzeug hier verfallen. Und das ist schon, das ist einfach bemerkenswert, gut, wie die Action ist. Ja, das macht Eindruck. Und auch der, wenn man denn nicht auf den Framelock drückt, und auch der Spidey-Flick ist möglich. Also man kann das Messer wirklich vielfältig öffnen. Man kann es auch kontrolliert zweihändig über den Klingendurchbruch öffnen. Und mit beiden Händen hatte ich da keine Probleme. Das geht einfach, ja, einfach ganz wunderbar. Da hat es doch tatsächlich mal ein Messer geschafft. Ja, also ein Frontflipper-Messer, und das ist ja wirklich nicht unbedingt meine bevorzugte Öffnungsmethode, mich zu begeistern. Und das hat dann doch, ja, doch einiges an Eindruck hinterlassen bei mir. Ist einfach Hammer, das Teil. Das Smoke macht mich am Ende dann wahrscheinlich noch mehr an als das Atom von TRM. Ja, auch ein geniales Messer. Der nächste Größenvergleich. Auch sehr ähnliche Abmaße in der Gesamtlänge. Das Atom baut sehr, sehr schlank auf, sehr dünne Klinge, höchst schneidfreudig, aber das sind sie alle beide. Und das Teil ist schon der Kracher, aber ich kann es gar nicht genau festmachen, rein optisch und im Grunde aus so vielen Dingen müsste das Atom eigentlich noch mal eine Ecke mehr mein Beuteschema sein, aber hier gibt es so viele Dinge beim Smoke, die mich begeistert haben. Auch die, ja, auch die Leichtgewichtsphilosophie, die hier einfließt. Da hat Will Booth vermutlich viele, viele Überlegungen ablaufen lassen, wie er alles sinnig optimieren, verbessern kann. Und WeKnife hat das dann in Serie ganz großartig umgesetzt, aufgegriffen. Ja, great job an alle beide. Und obwohl es so leichtfüßig daherkommt, dieses Modell hier, vermittelt es stets Stabilität und durch die angenehme und universelle Handlage auch ebenso eine hohe Sicherheit. Der Titan-Framelock hat quasi eine unsichtbare, perfekt angepasste Stahleinlage noch bekommen. Jo, das, ja, von vorne bis hinten ist das Teil einfach gelungen. Und zuletzt, auch das soll nicht vergessen werden zu erwähnen, finde ich es einfach total super, dass man fertigungstechnisch die Klinge so lang wie möglich ja, gefertigt hat. Die bettet sich gerade so noch ins Heft ein, aber ganz sicher, da steht nichts raus, nichts über, überhaupt steht perfekt mittig, keinerlei Klingenspiel und so weiter und so fort. Und ja, wenn man denn die Klinge öffnet, ja, im selbigen Zustand bekommt man dann einfach eine wunderbar lange Schneidkante, die sämtliche Alltagsaufgaben problemlos, ja, problemlos bewältigt. Ihr merkt es vielleicht, das Smoke gefällt mir. Dennoch muss es natürlich Kontrapunkte geben. Es gibt kein perfektes Messer, das darf gar nicht sein. Und beim, ja, beim Smoke, puh, da wird's schwer. So wirklich, wirklich was finden, das wird wirklich, wirklich schwer. Also ganz klar, das Teil ist natürlich kostenintensiv. $220, ja, das ist eine Menge. Da bekommst du für ein Viertel des Geldes auch großartige Messer, wie zum Beispiel das G5 Metamorph. Ist halt eine Menge Geld, und dennoch, ja, dennoch, je länger ich das Smoke, das sagte ich ja schon, getragen und genutzt habe, desto mehr stieg der Wert des Messers für mich in meinen Augen, in meinen Gedanken. Sowas kauft man sich ja auch quasi nicht einfach mal so nebenbei. Und wenn man es dann tut, kann ich es total verstehen, dass man die Knete dafür ausgegeben hat. Das Teil gehört hier zu den Eisen. Die kannst du dann auch, gerade weil sie so beliebt sind. Also das Teil ist zwar nicht wirklich so bekannt, viele konnten wahrscheinlich jetzt mit Boost Blades und dem Modell Smoke nichts anfangen, aber
Das ist sehr, sehr populär. Und wenn du das Teil vernünftig nutzt, dann kannst du da viele Jahre mit Freude haben. Und dann kannst du es, wenn du mal keinen Bock mehr drauf hast, dann kannst du es verkaufen. Und sofern der Zustand halt noch gut ist, wirst du kaum Verluste erzielen, eventuell gar keine. Wenn der Zustand sogar noch top ist, neuwertig, dann unter Umständen, da bin ich mir sogar recht sicher, kannst du das Teil in ein paar Jahren mit Gewinn verkaufen. Also, der Preis ist am Ende in meinen Augen, aber das ist natürlich Ansichtssache, dann kein wirklicher Kontrapunkt, eher dann die schlechte Verfügbarkeit, das Teil zu beziehen, ähnlich wie das Atom von TRM. Das ist gerade in Deutschland, das ist alles nicht so easy. Da wird es einem echt schwer gemacht. Das kann durchaus nerven, ist aber natürlich immer Teil der Strategie, des Marketings. Das soll so sein. Also, dass die Teile zusätzlich begehrt werden, weil sie halt so rar sind und einen gewissen exklusiven Habitus-Status besitzen, innehaben. Ich kann das also vom Marketing natürlich durchaus verstehen, aber ebenso kann man das kritisch durch die kapitalistische Brille sehen, betrachten. Da ich aber ja auch wahrlich ein Opfer meiner Messerleidenschaft bin, setze ich diese Brille mal schnell wieder ab und erkenne dennoch, ja, dass es hier im Grunde kaum was zu kritisieren gibt. Am Smoke. Sowas von sauber gefertigt von WeKnife. So fähig, tolles Material, das Design. Jo, das ist ein Home Run. Wenn ich da fertigungstechnisch wirklich jetzt noch was kritisch benennen müsste, dann am ehesten zum Durchbruch in der Klinge. Da sind die Kanten doch durchaus etwas scharfkantig. Die hätte man noch sauberer anfasen, brechen können. Da ist noch Luft nach oben. Und diese wirklich ja langlaufende Klingenaussparung. Die verbietet meiner Auffassung nach, dass man gröbere Arbeiten mit dem Smoke macht. Beziehungsweise kann man natürlich alles machen, wenn man der Meinung ist, dass man das mit seinem Messer machen möchte, müsste. Das kann ja jeder frei entscheiden. Aber bei starker Belastung, also wenn erhöhte Energien, Kräfte, zum Beispiel durch Schlagwirkung auf diesem Bereich hier ja auftreffen, wenn sie da wirken, dann halte ich eine Beschädigung durchaus für möglich. Das Teil hier ist ein Slicer und sollte meiner Meinung nach daher auch so genutzt werden. Wenn man das tut, dann hat man, glaube ich, viele Jahre Freude daran. Ja, ein geiles Teil und Freude, das ist im Grunde auch der perfekte Abschluss, ein gutes Wort, um hier jetzt den Deckel drauf zu machen. Höchstens nochmal schnell Größenvergleich zum Benchmade Bugout, das doch ein bisschen kürzer, ein bisschen dünner und auch nochmal zum Benchmade Griptilian, die sind von der Gesamtlänge sehr, sehr ähnlich. Und das, ja, das Griptilian baut einfach fetter auf. Beides tolle Messer, aber das, jo, das Smoke, das ist schon Knaller. Ja, ich bedanke mich nochmals, vielmals beim David, dass er mir seine tollen Messer ausgeliehen hat. Famos die Teile, es war mir eine echte Freude, die eine Zeit lang bei mir gehabt zu haben, benutzen zu dürfen. Ja, immer eine tolle Sache. Und ein Dankeschön geht natürlich auch an alle raus, die hier reingeseppt haben und auch dran geblieben sind. Wer Bock hat, der schreibt mal in die Kommis, wie ihm das Smoke so gefällt oder was ihm an dem Teil nicht gefällt. Und am Ende verbleibe ich wie immer mit All Knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.